Eis-Eis-Baby. Es ist in den letzten Tagen so richtig kalt geworden in St. Moritz. Bis zu minus 20 Grad wurden auf dem See gemessen. Ideale Bedingungen also, um den Renntag am Sonntag plangemäß durchzuführen. Mit dabei sind dann auch wieder deutsche Pferde. Der erste Renntag des White Turf Meetings musste noch aufgrund zu warmer Temperaturen abgesagt werden. Achter beim Debüt. Es ist so schwer, in Maidan ein Rennen zu gewinnen. Das musste nun auch Mario Hofer feststellen, der am Donnerstag mit dem Katar-Derby-Sieger Rogue Runner in einem Handicap an den Start kam. Es war wahrlich kein störungsfreies Rennen, das der King's Best Zone erwischte, und so musste er sich am Ende mit Rang 8 begnügen. Champions wieder im Sattel. Einige Zeit hatten sich unsere Jockey-Champions eine verdiente Auszeit genommen. Am Samstag in Neuss sind sie wieder dabei. Alex Peach steigt zweimal in den Sattel, Andra Starke hat als Warm-up nur einen Ritt angenommen. Auch die Trainer-Champs Peter Schürgen und Andreas Wöhler greifen am Samstag ins Geschehen ein.